wahnsinnig viele sinnvolle Tools noch dazugelernt, über die ich mich extrem, ich fühle mich sogar sehr geschenkt. Ja, also ich habe das Gefühl, das ist alles sehr rund, ganz stimmig und dass ich Kindern schnell helfen kann mit dieser Ausbildung. Ich bin eigentlich gelernte Grafikerin gewesen, bis meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Und dann hat sich das mit den Arbeitszeiten und meinen Bedürfnissen, Mama sein, nicht mehr vereinbaren lassen. Ich habe eine Pause eingelegt, ein zweites Kind, noch mehr Pause. Mein Mann hat ein Unternehmen, er ist selbstständig tätig und da bin ich jetzt mit eingestiegen. Und unser kleiner Sohn hat Schwierigkeiten in der Schulzeit entwickelt. Und jetzt sind die schon eben relativ groß geworden und es war wieder Zeit für mich ein Ding zu finden, was mich fasziniert, was mich fesselt, was mich packt, was spannend ist. Ja, und dazu ist gekommen, dass ohnehin viele Menschen zu mir immer schon gekommen sind und ihre Sorgen erzählt haben. Und von ganz alleine und eine Freundin hat mich gefragt, oh Mensch, mach mal eine Ausbildung zum Coach, habe ich auch gemacht. Erstmal für Erwachsene und wenn ich drauf gekommen wäre, das gibt es auch für Kinder. Hätte ich das schon mal gewusst, als mein Sohn nicht gut ging, das wäre mega gewesen. Ja, so habe ich das verquickt, diese Gabe, dass Menschen sich mir offensichtlich gerne anvertrauen, unterstützend für Kinder. Ganz konkret toll waren, wie gesagt, die Tools. Also ich finde es mit Glaubenssatz aufstellen, kannte ich schon, Glaubenssatz finde ich ganz magisch, Blockaden lösen, ob es Zwinken oder Klopfen ist. Eine schöne Atmosphäre, trotzdem einen geschützten Raum. Hier ist einfach alles bestimmt. Und dann ist ein sehr, sehr charismatischer Mann. Es fällt gar nicht schwer, so aufmerksam zuzuhören, weil er ist so schön verpackt und so stimmig rüberbringt, jede Frage wird beantwortet. Zwischen dem ersten und zweiten Block hatte ich sogar mal eine direkte Frage an ihn. Dann habe ich ihm eine Mail geschrieben. Ich war extrem fasziniert, dass er innerhalb von wenigen Stunden geantwortet hat. So etwas kannte ich bis dato nicht. Ich fühle mich sehr abgeholt. Ich schwebe da nicht im freien Raum. Also ich will mich selbstständig machen. Ich will als IPG-Coach und Trainer arbeiten. Es ist so ein rundes Konzept. Ich habe das Gefühl, da kann gar nichts mehr schiefgehen.